Das Gebäude wurde über einen längeren Zeitraum vorbereitet, innen durch Sprengungen. Und das, was wir dann gesehen haben, war nur noch das letzte, ja, das letzte Stück des Schauspiels sozusagen. Also, hier sehen Sie diese Sachen wieder herauskommen. Hier und hier. Das können Sie bei beiden Türmen sehen in den verschiedensten Ausführungen. Manchmal sind es Ebenen, regelrechte Ebenen, Linien und manchmal sind es nur punktuelle Phänomene. Nehmen wir mal an, ich würde jetzt hier von einem Autodiebstahl sprechen und wir hätten diese Beweislage bei einem Autodiebstahl. Der Mann würde längst sitzen, keine Frage. Ja. Nur hier wird also weiter gelogen und gefälscht und unterschlagen. Die Besucher des Vortrags sind geteilter Meinung. Ist das alles nur eine verschrobene Theorie oder ist der Journalist Gerd Wisniewski der Wahrheit auf der Spur? Der Unterhaltungswert von Verschwörungstheorien ist zuerst einmal ja groß. Man ist fasziniert, man ist erschrocken, ob der Fall sich so oder so abgespielt hat. Beides ist erschreckend genug. Wo da die Wahrheit liegt und ob da ganz andere Interessen eine Rolle spielen, Macht, Geld, das ist immer die große Frage da dabei. Terrorismus klingt natürlich schon sehr nach Instrumentalisierung, da steckt was anderes dahinter. Wer profitiert im Endeffekt von dieser Macht? Das ist für mich also die wirklich entscheidende Frage, weil die Leute, ob das jetzt Bush und sein Umfeld sind oder wer immer, die haben an sich schon alles. Die können sich den absolut geilsten und abartigsten Sex leisten, den es überhaupt gibt. Was ist das noch, was diese Menschen wollen? Das weiß ich nicht. Ich halte den Bush einfach für zu dumm dazu, für wirklich dumm. Aber Männer oder Menschen, die hinter ihm stehen, und die müssen irgendetwas, es ist nicht mehr erotisch, sondern einfach pervers. Und diese Form von Perversion braucht halt wahrscheinlich immer einen immer größeren Kick. Und es hat mit Intellekt überhaupt nichts mehr zu tun, sondern es geht einfach um die seelische Struktur, glaube ich. Es geht einfach um die Seele und um die absolut tiefsten Abgründe der menschlichen Seele. Die eigenen Kinder tun einem schon leid, wenn sie in so einer Gesellschaft aufwachsen müssen, die ja sich offensichtlich hier auf eine Diktatur zubewegt, also auf die totale Kontrolle, Medienkontrolle, Überwachung. Und der 11.9. war ja ein Anlass für diese Gesellschaftsveränderung in Richtung Überwachung, in Richtung Mediengleichschaltung. Aber wer steckt laut Wisniewski hinter diesen Verschwörungen? Wer profitiert davon? Da gibt es in den USA verschiedene Gruppen, die man sehr gut identifizieren kann, ohne dass ich jetzt jede einzelne oder einzelne davon konkret beschuldigen kann. Aber es gibt halt merkwürdige, wie sage ich denn, Phänomene. Zum Beispiel gibt es den berühmten Think Tank Project for a New American Century, ein ultrarechter Think Tank, der im Grunde genommen die amerikanische Regierung heute stellt, der aber schon vor dem 11.9. in Strategiepapieren geschrieben hat, wir bräuchten eigentlich sowas wie ein neues Pearl Harbor. Ja? Und siehe da, kaum war dieser Think Tank an der Macht, gab es das neue Pearl Harbor. Das ist schon sehr, sehr merkwürdig in meinen Augen. Ebenfalls überzeugt von der Theorie, dass die Terroranschläge vom 11. September 2001 von geheimen Kräften innerhalb der US-Regierung gesteuert wurden, ist der 44-jährige Schriftsteller Andreas von Rethi. Rethi hat schon einige Bücher zu diesem Thema geschrieben und bekommt laut eigenen Angaben seine Informationen aus Geheimdienstkreisen. Heute soll er bei einem abgelegenen Waldstück eine Kontaktperson treffen, einen ehemaligen Agenten des US-Geheimdienstes CIA, der ihm Dokumente über bislang unbekannte Militärprojekte der USA aussendigen möchte. Unsere Kamera durfte das Treffen aus einem gehörigen Sicherheitsabstand dokumentieren. Hello, how are you? Hallo, wie geht es Ihnen? Freut mich, Sie zu treffen. So, das ist es, ja? Alles perfekt, okay. Was ist mit den Kameras? Was ist mit den Kameras? Es ist okay. It's okay. Thank you very much. Bye bye. Bye. Für die Dokumente verlangen die Informanten von Rethi kein Geld. Angeblich plagt sie ihr Gewissen, weil sie selbst jahrelang in unterschiedliche geheime Projekte verstrickt waren. Nun soll die Wahrheit durch den Schriftsteller Rethi ans Tageslicht treten und für mehr Aufklärung in der Gesellschaft sorgen. Ich möchte dazu jetzt Näheres nicht sagen. Ich werde das dann auch auswerten, anschauen. Es sieht alles in Ordnung aus auf den allerersten Blick. Hoffentlich gibt es dann keine Überraschungen, aber ich denke,
sollte das sein, aber das möchte ich jetzt nicht im Einzelnen diskutieren. Reti verfügt über ein internationales Netzwerk von Informanten. Ja, das ist über langjährige Kontakte, die man aufbaut. Manchmal sind es Zufälle, Glücksfälle. Man ist jahrelang mit der Thematik befasst und manchmal treten die natürlich auch an einen heran. Manche sind Insider, die wollen dann schon auch ein bisschen was an die Öffentlichkeit geben und können natürlich selber sich nicht zu stark exponieren. Andreas von Reti vermutet, dass die Terroranschläge vom 11.09.2001 von geheimen militärischen Anlagen innerhalb der USA ausgesteuert wurden. Mit einer dieser geheimen Anlagen beschäftigt sich der Schriftsteller schon seit 20 Jahren, mit der sogenannten Area 51 im Bundesstaat Nevada. Er bekam Pläne über dieses 10.000 Quadratmeter große Gelände, dessen Existenz bis heute offiziell abgestritten wird. Reti ist davon überzeugt, dass dort Hightech-Waffen getestet werden, die unserer Zeit weit voraus sind. Reti behauptet als Aufdecker solcher Geheimprojekte auch schon einige Drohungen erhalten zu haben. Natürlich bin ich auch schon angesprochen worden und gewarnt worden von verschiedenen Organisationen, um es mal so zu sagen, oder Diensten, teils auch telefonisch. Es gibt ja viele, die rufen an, wollen sich wichtig tun, also das nicht. Ne? Aber dann kommen schon Warnungen, also Sie wissen schon, dass es sehr gefährlich werden kann, sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen. Oder ich habe auch in Amerika wirklich erlebt, dass ich definitiv verfolgt worden bin. Interessant ist es auch einmal, einen Blick auf die Karten der Area 51 zu werfen, und zwar auf offizielle Karten. Denn diese Basis, die geheimste, die zwar sehr bekannt ist, ist auf diesen Karten natürlich nicht verzeichnet. Das ist also nur auf den inoffiziellen Karten angegeben, wenn man sich das einmal hier anschaut. Inoffiziell heißt? Inoffiziell, das bedeutet, das sind die Karten, die von Rechercheuren angefertigt werden. Und hier in diesem Bereich, an diesem Trockensee, also praktisch direkt an diesem Berg, das ist ein größerer vulkanischer Berg, das ist auch völlig durchtunnelt. Ich habe da selber auch Beobachtungen machen können. Und hier befinden sich also die ganzen Landepisten und letzten Endes eben auch Hunderte von Gebäuden. Also eine Stadt für sich. Und dann gibt es auch auf den Schildern natürlich immer den berühmten Spruch, Use of deadly force authorized, die Anwendung tödlicher Gewalt, dazu ist man also autorisiert. Das heißt, nicht nur hier wird scharf geschossen, sondern hier darf erschossen werden. Also man merkt gerade seit dem 11. September 2001, dass sich da unheimlich viel getan hat. Und sind richtig aggressiv geworden. Also wenn man auch nur in der Nähe auftaucht, die schreien da mal rüber und dass man also da nur nicht näher kommt. Und das, man ist ja noch praktisch ewig weit weg von der eigentlichen Anlage. Man kommt ja gar nicht in das Terrain. Es sind noch 20 Kilometer bis hin zu den Gebäuden. Und von daher also, man sieht, es ist der 11. September hat natürlich schon massiv, und es ist ja auch eine Rechtfertigung, ist eine gute Rechtfertigung für viele Geheimprojekte. Und da fließen ja auch neue Gelder. Seitdem tut sich so viel. Da wurden schon von Zeugen hinter den Bergen plötzlich Lichter gesehen, scheint sich ja so, wie manche sagen, der Boden geradezu geöffnet zu haben, und dann stiegen da so ungewöhnliche Flugobjekte auf. Das kann man ja nun üblichen konventionellen Flugkörper nicht gerade jetzt zuschreiben, solche technischen Möglichkeiten. Es ist auch so, dass man immer wieder rechte Winkel beobachtet oder zum Beispiel auch Spiralmuster. Da habe ich mit Zeugen gesprochen, die haben also wirklich Unglaubliches berichtet. Das sind zuverlässige Leute, die ich lange kenne, die auch im Militär tätig sind zum Teil. Und die das Gelände auch gut kennen und abschätzen können, wie weit weg ist das. Wie schnell muss es dann gewesen sein in Wirklichkeit? Und da kommen Geschwindigkeiten zustande, liegen im Bereich 100.000 Stundenkilometer. Das entspricht dann schon also der Eindringgeschwindigkeit eines Meteors, kosmischen Körpers. Und die sind aber kontrolliert unterwegs, diese Objekte. Bei den Verschwörungstheorien rund um den 11.09.2001 gibt es ebenfalls die Theorie, unbekannte Flugobjekte seien für die Anschläge verantwortlich gewesen. Vor einem halben Jahr ist ein Amateurvideo aufgetaucht, das 13 Monate vor dem Terroranschlag gefilmt worden sein soll. Reti selbst distanziert sich von solchen möglicherweise manipulierten Videoaufnahmen. Das Phänomen UFO ist ihm aber bekannt, auch dass die US-Regierung angeblich UFO-Sichtungen seit den 40er Jahren immer wieder vertuscht. Im Grunde muss man ja auch bedenken, UFO, was ist UFO? Man muss da ein bisschen neutraler, nüchterner dazu stehen, weil UFO ist ja schließlich ein Begriff, der besagt ja nur, ich habe hier gerade sowas auch, der besagt ja nur, es ist ein unidentifiziertes fliegendes Objekt, also das hat ja nichts.